So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel und wir haben das letzte Mal hier mitten in einer Versammlung aufgehört, wo Zwirfins uns ein bisschen was sagen will. Wir sind außerdem am Anfang eines neuen Kapitels, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Die letzte Aufnahme liegt schließlich wieder gute 2 Monate zurück. Da habe ich aber auch ungefähr 4 Stunden am Stück aufgenommen, weswegen ich jetzt so lange nicht aufnehmen musste. Aber gut, genug davon. Wir machen jetzt einfach erstmal weiter. Bei Teddy Ursa. Oh, da! Die Gildenmitglieder. Also wurden sogar die Pokémon von der Gilde hergerufen. Wenn sogar die geholt wurden, dann muss die Sache wirklich ernst sein. Turbots. Selfe, Vesprit. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht es gut. Und das Zahnrad der Zeit? Es ist im Kristallsee. Ist es dort so unbewacht sicher? Kann es nicht gestohlen werden? Es ist fürs Erste dort sicher. Das Zahnrad der Zeit liegt sicher unter einer schützenden Schicht von Kristallen. Es wäre nicht leicht, es zu stehlen. Hey, Zwirfins! Ah, Fliegi und Kilian, ihr seid in Sicherheit, da bin ich erleichtert. Zwirfins, ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Danke, dass du uns gerettet hast. Also, kannst du uns sagen, was passiert ist? Was ist mit Reptane geschehen? Wo ist er hin? Ich habe Reptane verfolgt, aber er ist mir entkommen. Zwirfins, am Kristallsee, als du mit Reptane gekämpft hast. Zwirfins, du und Reptane scheint einander zu kennen, was war? Wenn ich unterbrechen darf, der große Zwirfins wird sagen, was er weiß, und er wird auch über dieses Thema sprechen. Nun, versammelt euch bitte alle. Donnerwetter, worum wird es denn wohl gehen? Tja, wer weiß? Frag mich nicht! Alle sind hier. Daher würde ich nun gerne mit der Besprechung beginnen. Das Thema ist die Welle von Diebstählen der Zahnräder der Zeit. Es wurden schon mehrere Zahnräder der Zeit gestohlen von einem Pokémon namens Reptane. In den Regionen, in denen ein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde, steht seitdem die Zeit still. Dies ist ein ernstes Problem, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Reptane hat dieses Mal versagt. Er konnte ein Zahnrad der Zeit nicht stehlen. Es wurde erfolgreich beschützt. Wow. Das ist schon mal was. Und das heldenhafte Pokémon, das es beschützt hat, ist das mächtige Turbots. Und der Held, der Turbots gerettet und Reptane vertrieben hat, das war der große Zwirfins hier vor euch. Das ist wirklich bemerkenswert. Kein Wunder, dass er so ein berühmter Erkunder ist. Oberwachtmeister Magnezone, leider muss ich unterbrechen. Vielleicht sollte ich weiter erklären. Natürlich, bitte erzähl dir selbst weiter. Pokémon, es ist zwar ein Grund zur Freude, dass wir dieses Zahnrad der Zeit beschützt haben, aber Tatsache ist, dass Reptane weiter auf freiem Fuß ist. Deshalb dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Reptane wird höchstwahrscheinlich erneut versuchen, das Zahnrad der Zeit zu stehlen. Und es gibt noch eine andere Angelegenheit, die mit all dem zu tun hat. Es ist sehr von Bedeutung, dass ihr über diese äußerst wichtige Angelegenheit Bescheid wisst. Ich würde sie euch nun gerne erklären. Zunächst einmal, Fliegi hat mir vorhin die folgende Frage gestellt. Und zwar, ob ich Reptane schon gekannt hätte, bevor das alles geschah. Und ja, das stimmt. Ich kannte Reptane schon vor all dem. Was? Was ich euch gleich erzählen werde, würde euch womöglich völlig unglaublich erscheinen. Doch es ist die Wahrheit. Was ich euch nun erzähle, handelt von einer Gefahr, die gestoppt werden muss. Ansonsten droht eine Katastrophe. Ich bitte deshalb um eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Als erstes muss ich sagen, dass Reptane ist ein Pokémon, das aus der Zukunft hierher gekommen ist. Zukunft? Papi, was meint er damit? Ich glaube, er spricht von einem Ort, an dem die Dinge noch nicht geschehen sind. Aber ist sowas möglich?
Ein Pokémon, das aus der Zukunft kommt. Reptain wird in der zukünftigen Welt ein berüchtigter Verbrecher sein. Auf ihn ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Und um in der Zukunft nicht gefangen zu werden, ist er geflohen. Seine Flucht hat ihn in diese Welt geführt, in die Welt der Vergangenheit. In dieser Zeit angekommen, schmiedete Reptain einen Plan. Einen wahrhaft katastrophalen Plan. Was für ein Plan? Kein geringeren Plan als die Lähmung des Planeten. Die Lähmung des Planeten? Ja, wenn ein Planet gelähmt wird, hört jede Bewegung auf ihm auf. Wenn ein Zahnrad der Zeit entfernt wird, verlangsamt sich der Fluss der Zeit in der jeweiligen Region. Je mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, desto größer das Gebiet, in dem die Zeit langsamer fließt. Schließlich wird der Fluss der Zeit so langsam, dass sie ganz zum Stillstand kommt. Am Ende verfällt der Planet in einen Zustand vollkommener Lähmung. Wenn der Planet gelähmt ist, was geschieht dann mit der Welt? In einer Welt, in der die Lähmung des Planeten eingetreten ist. Nun, es weht kein Wind. Und es wird nie wieder Tag. Es wird weder Frühling noch Sommer. Es ist eine Welt von niemals endender Dunkelheit. Man könnte es ohne zu übertreiben den endgültigen Untergang der Welt bezeichnen. Den Untergang der Welt? Das passiert, wenn die Zahnräder der Zeit gestohlen werden? Dass die Zeit in letzter Zeit außer Kontrolle geraten ist. Das kommt auch davon, dass die Zahnräder der Zeit gestohlen wurden. Wenn noch mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, wird diese Welt untergehen. Das würde also passieren. Wie schrecklich. Wir müssen etwas tun. Hey, ich habe eine Frage. Es gibt etwas, was ich nicht verstehe. So, was denn? Ich verstehe, dass wir es mit einem Problem zu tun haben. Aber was ich nicht verstehe... Nun ja, hey, das hat mit dir zu tun, Zwirfinst. Woher weißt du so viel, Zwirfinst? Ich meine, ich weiß, dass der große Zwirfinst klug und weise ist. Und ja, ich respektiere dich sehr und so. Aber wie kannst du die Zukunft kennen, egal wie klug du bist? Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst... Was Krebskopf sagt, ergibt durchaus Sinn. Unter normalen Umständen könnte ich diese Dinge tatsächlich unmöglich wissen. Also, wieso weiß ich das alles? Der Grund ist, auch ich bin ein Pokémon aus der Zukunft. Was? Zwirfinst ist auch ein Pokémon aus der Zukunft? Donnerwetter, mir wird ganz schwindelig, so kompliziert ist das. Jawohl, ja. Mein Ziel ist es, Reptain zu fangen. Aus diesem Grund bin ich aus der Zukunft hierher gekommen. Ich musste so viel wie möglich in Erfahrung bringen, um sicherzugehen, dass ich Reptain fangen würde. Deshalb habe ich mir in der Zukunft sämtliches Wissen über diese Welt angeeignet. Darum weiß ich so viel über diese Welt. Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Es tut mir leid. Ich habe mich dabei schrecklich gefühlt. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich meine wahre Identität verheimlicht habe. Ich bereue es zutiefst, aber... Was, wenn ich meine Identität von Anfang an preisgegeben hätte? Was wäre geschehen, wenn ich gesagt hätte, dass ich aus der Zukunft komme? Wer hätte mir geglaubt? Außerdem musste ich ja vermeiden, dass Reptimo auf mich aufmerksam wird. Ich beschloss, meine Identität geheim zu halten, solange ich meiner Arbeit nachging. Das ergibt Sinn! Aber es ist eine Tatsache, dass ich euch getäuscht habe. Dass ich meine wahre Identität verschwiegen habe. Das tut mir aufrichtig leid. Nein, aber nein! Bitte entschuldige dich nicht. Es ist nicht deine Schuld. Du hattest keine Wahl. Ich stimme zu. Zwirfinst hat in meinen Augen nichts falsch gemacht. Wir sollten unsere Wut für Reptain aufheben. Wir müssen es irgendwie schaffen, ihn zu fangen. Ja, wir haben ein echtes Problem, wenn wir Reptain nicht bald schnappen. Wir müssen ihn kriegen, bevor die Welt untergeht. Zwirfinst, ich würde gerne helfen. Ich auch. Ich auch, jawohl, ja. Hey, ich bin dabei. Wir werden euch auch unterstützen. Ich weigere mich, ein Opfer zu sein. Wir werden nicht zulassen, dass er noch einen stiehlt.
Ich bin euch allen sehr dankbar. Wir Pokémon, wir müssen zusammenhalten. Zusammenhalten, um so Reptane zu fangen. Zusammenhalten, um den katastrophalen Plan von Reptane ein Ende zu setzen. Ja. Zwirrfenst. Um das Zahnrad der Zeit aus dem Kristallsee zu bekommen, dazu muss Reptane mich besiegen und das weiß er. Wenn er also immer noch auf mein Zahnrad der Zeit abgesehen hat, dann wird Reptane hinter mir her sein. Diese Situation sollten wir zu unseren Gunsten nutzen. Vesprits, Turbots und ich könnten zum Kristallsee gehen. Dann setzen alle das Gerücht in die Welt, dass das Zahnrad der Zeit versiegelt wird, damit es nie gestohlen werden kann. Vielleicht würde das Reptane dazu bringen, noch einen Versuch zu wagen. Ich verstehe. Ihr schlagt also vor, ihm eine Falle zu stellen. Genau. Aber das würde bedeuten, dass ihr euch als Köder in Gefahr bringt. Nichts täte ich lieber. Wenn wir Reptane so aufhalten können, dann sind wir bereit, das Risiko einzugehen. Wenn es so ist, verstehe ich euch. Hört alle her, ich erkläre euch unseren Plan. Passt bitte auf und tut, was ich euch auftrage. Erstens möchte ich alle bitten, ein bestimmtes Gerücht zu verbreiten. Erzählt überall von den drei Pokémon, Selfie, Vesprit und Turbots, dass sie zum Kristallsee zurückgekehrt sind und das Zahnrad der Zeit zu versiegeln. Bitte verbreitet dieses Gerücht so weit wie möglich. Ich verstehe. Du willst also, dass Reptane davon hört. Genau. Aber das Gerücht allein wird Reptane nicht überzeugen. Deshalb muss ich Selfie, Vesprit und Turbots bitten, etwas Bestimmtes zu tun. Ich muss sie bitten, wirklich zum Kristallsee zu gehen. Verstanden. Wenn Reptane dann bei Turbots und den anderen auftaucht, können wir ihn schnappen. Jetzt verstehe ich. Oh weia, ich bin vor Spannung ganz aus dem Häuschen. Gefangennahme. Hey, hey, das übernehme ich. Ich werde Reptane schnappen. Nein, es ist meine Aufgabe, Verbrecher festzunehmen. Da möchte ich nicht hinter den anderen zurückstehen. Geben wir auch unser Bestes, Kilian. Es tut mir leid. Ich bin dankbar, dass ihr mir eure Hilfe anbietet. Doch, was die Gefangennahme von Reptane angeht, würde ich lieber allein arbeiten. Was? Warum? Reptane wird extrem vorsichtig sein. Wenn er merkt, dass Turbots und die anderen wirklich zum Kristallsee gegangen sind, dann wird er außerordentliche Vorsicht walten lassen. Wenn wir also einen Riesenhinterhalt am Kristallsee planen würden, dann würde ihm mit Sicherheit auffallen, dass sich in der Gegend ungewöhnlich viele Pokémon aufhalten. Ich fürchte, dass Reptane sich dann nicht von Turbots und den anderen locken lassen würde. Also muss ich mich entschuldigen und darauf bestehen, dass ich Reptane alleine stelle. Oh, verstehe. Wie schade. Es tut mir leid, Fliegi. Dieses Mal will ich sicher gehen, dass ich Reptane fange. Bitte verzeiht meinen Egoismus. So sei es. So sieht es aus, Gildenmitglieder. Bis jetzt waren wir auf der Jagd nach Reptane. Luffy! Das war auf jeden Fall der Plan. Haltet euch diesmal raus. Wir bieten unsere Hilfe nur an, wenn sie gebraucht wird. Tja, hey, hey. Meinetwegen. Wir haben keine Wahl. Ist dieser Plan akzeptabel, Gildenmeister? Ja, ja. Danke für die Bestätigung. Er ist noch wach. Danke, ja, dass ihr mir alle zugehört habt. Ich weiß, dass ich euch um einen großen Gefallen bitte. Erledigt bitte euren Teil des Plans. Und lasst uns Reptane fangen, koste es, was es wolle. Ja. Und so macht sich Zwirrfenst mit Selfie, Vesprit und Turbots auf den Weg zur Kristallhöhle. In der Zwischenzeit sind die anderen Pokémon damit beschäftigt, das Gerücht zu verbreiten, dass Turbots und die anderen das Zahnrad der Zeit versiegeln wollen. Was die Pokémon der Knuddelluftgilde angeht. Das ist unsere Situation. Bis alles geklärt ist, sollten wir einfach unseren gewohnten Pflichten nachgehen. Ja, wir wollen, dass ihr das Gerücht so weit wie möglich verbreitet. Aber übertreibt es nicht, damit Reptane keinen Verdacht schöpft. Verhaltet euch natürlich. Erledigt euren Job wie immer. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, verbreitet das Gerücht. Das ist für mindestens ein paar Tage eure Aufgabe. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon. Auf einen weiteren erfolgreichen Arbeitstag. So viel zum Vorlesen. Oh, ihr zwei.
Erledigt heute die Jobs an den Job und geht oben in Sumpfblättern. Das dürfte reichen. Also, wir dürfen zurück an die Arbeit. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Oh. Ja, okay, da haben wir mal wieder was zu tun. Die Bonus-Episode Das Auweia des Tages wurde freigeschaltet. Okay, dann wissen wir ja, was wir jetzt tun wollen. Wir haben eine kleine Bonus-Episode zu machen. Level 29 bin ich hier, wenn ich daran denke, dass ich in Pokémon Super Mystery Dungeon am Ende Level 29 war, bin ich hier schon relativ hoch. Also gut. Dann speichern wir mal ganz kurz und gehen ins Hauptmenü.